Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Ableitungsregeln für Exponential- und Logarithmusfunktionen. Wir schauen uns heute eine weitere neue Ableitungsregel für spezielle Funktionen an, die wir Exponential- bzw. Logarithmusfunktionen nennen. Exponential- bzw. Logarithmusfunktionen sind ganz wichtige Funktionen, die in der Mathematik auch häufig auftreten, vor allem auch in praktischen Beispielen. Wenn wir radioaktive Zerfälle oder beispielsweise Wachstums- und Abnahmeprozesse modellieren wollen, aber Exponential- bzw. Logarithmusfunktionen treten auch in der Welt der Finanzmathematik auf, um beispielsweise Zinsen und Zinseszinsen beschreiben zu können. Heute versuchen wir, diese Funktionen abzuleiten und da gibt es auch einige wichtige Regeln. Schauen wir uns zunächst an, was du bereits können solltest. Ganz wichtig ist es wiederum, dass du weißt, was die Ableitung einer Funktion ist, beziehungsweise wie sie mit Hilfe des Grenzwertes auch bestimmt werden kann. Für die Exponential- und die Logarithmusfunktionen ist es hier auch wichtig, dass du diese Art von Funktion von einer Potenzfunktion beziehungsweise einer Polynomfunktion unterscheiden kannst und daraus auch wichtige analytische Eigenschaften der Exponential- bzw. Logarithmusfunktion herauslesen kannst. Der wichtigste Unterschied zwischen einer Exponential- und einer Potenz- bzw. Polynomfunktion ist der, dass das Argument x bei einer Exponentialfunktion im Exponenten steht, bei einer Potenz- bzw. Polynomfunktion steht das x in der Basis. Welche wichtigen Ziele haben wir heute gemeinsam? Ein wichtiges Ziel ist, dass du nach diesem Video jegliche Art von Exponential- bzw. Logarithmusfunktionen analytisch gut ableiten kannst und hierbei auch die Regeln gut beherrschst. Es gibt bei der Exponentialfunktion bzw. Logarithmusfunktion einen ganz wichtigen Sonderfall, der tritt genau dann auf, wenn in der Basis kein a oder eine irgendeine Zahl steht, sondern die Eulersche Zahl e. Das ist die natürliche Basis e. Und hierzu ist es ganz wichtig, dass wir auch eine Ableitungsregel genau für diese Basis e finden werden und nach der jegliche Art von Exponentialfunktion auch abgeleitet werden kann. Schauen wir uns kurz auch eine Wiederholung an von dem, was du bereits können solltest. Was ist eine Exponentialfunktion? Das hast du bereits in der 6. Klasse bzw. Oberstufe auch gelernt. Eine Exponentialfunktion ist eine reelle Funktion, die folgende Gestalt besitzt, und zwar f von x ist gleich c mal a hoch x, wobei diese Exponentialfunktion hier ganz wichtig von den reellen Zahlen das Argument nimmt, dieses x steht hier in der Potenz, im Exponenten, und das Ergebnis ist dann eine Zahl, die sicherlich positiv ist, die Exponentialfunktion wird auch niemals 0 werden. Das a muss dazu hier positiv sein. Das Argument x ist hier im Exponenten, das kommt nicht in der Basis vor und deswegen heißt diese Funktion auch Exponentialfunktion. Dieses a heißt die Basis, wenn dieses a größer als 1 ist, dann steigt die Exponentialfunktion, wenn es zwischen 0 und 1 liegt, dann fällt diese Exponentialfunktion monoton. Dieses a ist, wie schon gesagt, die Basis der Exponentialfunktion, x ist der Exponent und wird jetzt dieses x um 1 erhöht, dann ist genau die Eigenschaft der Exponentialfunktion, dieser Art von Exponentialfunktion, dass sich der Funktionswert genau um das a erhöht. Schauen wir uns dazu auch die Graphen an der Exponentialfunktion. Wenn wir einen streng monotonen Verlauf haben, wie beispielsweise bei a größer als 1, dann ist es genau der Graph, der hier steigt. Und wenn wir einen fallenden Verlauf haben, dann ist es genau die Funktion, die hier abfällt und wo das a zwischen 0 und 1 liegt. Wichtig ist, dass jede Exponentialfunktion durch den Punkt 0, 1 geht, denn wenn wir für x 0 einsetzen, dann erhalten wir im Grunde genommen, wenn wir das c jetzt als 1 wählen, dann erhalten wir genau unseren y-Wert 1. Dieses c, was wir in der Funktion oben haben, f von x ist gleich c mal a hoch x, ist nur eine Verstärkung dieser Funktion entlang
der y-Achse, das heißt, es wirkt sich im Grunde genommen jetzt nicht aus, wenn das c gleich 1 ist, dann haben wir diese ursprüngliche Funktion f von x gleich a hoch x, sodass dann jede Funktion durch den Punkt 0, 1 geht. Wenn das c einen anderen Wert annimmt, dann haben wir hier auch einen anderen Schnittpunkt mit der y-Achse. Und zwar genau dann bei c. Schauen wir uns die Logarithmusfunktion an. Was ist eine Logarithmusfunktion? Die Logarithmusfunktion ist eine Funktion, für die gilt, dass f von x gleich c mal log a von x ist. Dieses c ist wiederum hier diese Verstärkung. In der allgemeinen Form tritt hier dieses c auf. Im Sonderfall, wenn c gleich 1 ist, haben wir hier die Logarithmusfunktion, die du auch am Arbeitsplatz findest, indem du auch hinschreibst f von x gleich log a von x. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Diese Funktion bildet nicht von r auf r plus ab, sondern von r plus auf r. Weil wir hier nur in diesem Logarithmus positive Argumente haben dürfen und nicht negative. Genau, dieses a muss auch ungleich 1 sein und das a muss wieder auch positiv sein. Das ist die Logarithmusfunktion. Aber wie kommen wir zu diesem Logarithmus? Der Logarithmus ist genau die Lösung der Gleichung a hoch b gleich x. Da gibt es für diese Gleichung genau eine Lösung und zwar ist es gleich b log a von x. Das heißt, der Logarithmus ist jetzt genau diese einzige existierende Lösung für diese Gleichung a hoch b gleich x. Und damit können wir auch sagen, dass die Logfunktion genau die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist. Denn wir sehen, wenn wir diese Gleichung anschreiben, a hoch b gleich x, dass wir die Lösung dieser Gleichung durch das Logarithmieren dieser Gleichung bekommen und damit genau der Logarithmus die Exponentialfunktion aufhebt. Das sind genau die Umkehrfunktionen voneinander. Wiederum ist hier a die Basis dieser Logarithmusfunktion. Wenn a größer als 1 ist, steigt die Logarithmusfunktion. Wenn a zwischen 0 und 1 ist, dann fällt sie. Und wichtig ist hier auch der Graph. Wenn dieses a größer als 1 ist, dann ist es genau der Graph, der hier steigt. Und wenn das a zwischen 0 und 1 liegt, dann fällt dieser Graph hier. Und hier ist, weil das genau die Umkehrfunktion ist, geht die Logarithmusfunktion nicht durch den Punkt 0, 1, sondern durch den Punkt 1, 0. Denn jede Logarithmusfunktion ausgewertet am x-Wert 1 ist gleich 0. Das musst du dir hier auch merken. Das war eine kleine Wiederholung zur Exponential- und Logarithmusfunktion. Zwei wichtige Funktionen, die in der praktischen Mathematik auch häufig auftreten, sei es jetzt in der Finanzmathematik oder auch bei Wachstums- und Abnahmeprozessen, die man beispielsweise für radioaktiven Zerfall oder für Bakterienkulturen auch braucht. Wie schaut jetzt diese Ableitung aus von diesen beiden Funktionen, von der Exponential- und der Logarithmusfunktion? Auf deinem Arbeitsblatt hast du hier eine Definition, wie die Exponential- und Logarithmusfunktion abgeleitet werden. Und zwar die Ableitung der Exponentialfunktion, wenn wir das jetzt das ohne das c anschreiben, also wenn c gleich 1 ist beispielsweise, dann haben wir die Funktion f von x gleich a hoch x und dann ist die Ableitung dieser Funktion f' von x gleich a hoch x mal ln a. Das heißt, die Ableitung ist die ursprüngliche Funktion a hoch x, multipliziert mit dem natürlichen Logarithmus ln von a. ln ist Logarithmus naturalis, das heißt, das ist genau der Logarithmus zur Basis e. Dann schreibt man das als, nicht als log e an, sondern als ln. Das heißt, die Ableitung ist a hoch x mal ln a. Für die Logarithmusfunktion bekommen wir eine andere Ableitung. Und zwar, wenn wir jetzt die Logarithmusfunktion wiederum mit dem c gleich 1 haben, das heißt g von x gleich log a von x, dann ist die Ableitungsfunktion von dieser Funktion g' von x 1 durch x mal ln a. Wir sehen also hier auch wieder, dass der natürliche Logarithmus ln eine wichtige Rolle spielt. Und diese beiden Regeln sind einfach zu merken. Wie wird die Exponentialfunktion abgeleitet? Wie wird die Logarithmusfunktion abgeleitet? Und je nachdem, welches a wir auch hier haben, kommen wir dann auch zu unserem Ergebnis für die Ableitungsfunktion. Ich habe dir auch hier ein
drei Beispiele mitgebracht. Und zwar, wenn wir jetzt ein beispielsweise f von x gleich 3 hoch x haben, dann ist die Ableitungsfunktion gemäß dieser Regel, die wir gerade diskutiert haben, f' von x 3 hoch x mal ln 3, das wäre genau a gleich 3. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Beispiel zur Logarithmusfunktion anschauen, wenn wir hier g von x gleich den 9er Logarithmus von x haben, dann ist die Ableitung g' von x 1 durch x mal ln 9, gemäß dieser Regel, die wir hier haben, denn dieses a wäre hier 9. Also setzen wir für a 9 ein. Und jetzt auch ein weiteres Beispiel noch, wenn wir jetzt eine zusammengesetzte Funktion haben mit der Summen- bzw. Differenzen-Regel, dann haben wir h von x gleich 4 mal beispielsweise 2 hoch x minus den 5er Logarithmus von x, dann ist die Ableitung von dieser Funktion 4 mal, das ist ein multiplikativer Faktor, der hier erhalten bleibt. Wir leiten also nur dieses 2 hoch x ab, gemäß dieser Regel hier. Dann hätten wir hier 2 hoch x mal ln 2 und dann kommt hier die Differenzenregel auch zur Anwendung, wo wir diese Teilfunktionen getrennt voneinander ableiten und dann haben wir noch die Ableitung vom 5er Logarithmus von x, das ist 1 durch x mal ln 5. Also haben wir hier ein Beispiel, wo wir die Differenzenregel gemeinsam mit der Rechenregel für Exponential- und Logarithmusfunktionen anwenden müssen. Wenn wir uns jetzt den Sonderfall anschauen, falls a gleich e, die natürliche Basis e, die Eulersche Zahl 2,71 wäre, dann haben wir einen Sonderfall auch bei der Ableitung. Und zwar, wenn jetzt diese Basis a die Eulersche Zahl 2,71828 ist und die Funktion dann f von x gleich e hoch x hätten, dann brauchen wir hier für die Ableitung eine ganz wichtige Eigenschaft. Und zwar, dass der ln e gleich 1 ist. Das haben wir hier auch am Übungszettel oben rechts blau vorhanden, dass ln e gleich 1 ist, denn ln und e sind genau wie die Umkehrungen zueinander und demnach ist das Ganze hier 1. Also ist die Ableitung von f' von x e hoch x mal ln e. Ln e wäre e, also können wir hier eintragen, dass die Ableitung einfach nur e hoch x wäre. Denn der ln e wäre hier 1. Und auch umgekehrt, falls wir die natürliche Basis auch im Logarithmus haben, das heißt log e bzw. ln von x für g von x, dann bekommen wir für die Ableitung g' von x wieder gemäß dieser Regel 1 durch x mal ln e. Ln e wäre wiederum 1. Also können wir hier als Ableitung eintragen, dass g' von x einfach 1 durch x ist. Denn unten wird noch stehen mal 1, aber das können wir vernachlässigen. Das haben wir als Ableitung des natürlichen Logarithmus ln x, 1 durch x. Schauen wir uns ein Beispiel an, das du auch auf deinem Arbeitsblatt hast. Als Übung. Ermittle die Ableitungsfunktion von f von x für diese Funktion, die hier gegeben ist. Wir sehen sofort, dass wir hier Exponentialfunktion, Logarithmusfunktion und auch eine spezielle Art von Potenzfunktion haben, die mit Differenzen und auch Summen verbunden sind. Das heißt, arbeite hier jetzt nun selbstständig und verwende alle bisher bekannten Regeln. Du kannst dieses Video hierzu auch stoppen. Schauen wir uns das Ergebnis nun gemeinsam an. Wir verwenden hier die Summen- bzw. Differenzenregel. Das heißt, wir leiten jede einzelne Teilfunktion getrennt voneinander ab und erhalten dann für die erste Teilfunktion, hier verwenden wir wieder die Exponentialregel, und zwar das 4 mal e hoch x, 4 mal e hoch x ist, denn die e hoch x ist die einzige Funktion, die abgeleitet sich selbst ergibt. Das heißt, wir haben ja hier 4 mal e hoch x. Den zweiten Teil, da haben wir eine Potenzfunktion, und zwar x hoch e. E wäre einfach eine reelle Zahl. Das würde eine ganz normale Potenzfunktion sein, die wir mit Hilfe der Potenzrechenregel ableiten, indem die Potenz vorne hingeschrieben wird und die Potenz oben um 1 erniedrigt wird.
5 bleibt wiederum erhalten. Also haben wir 5, also minus 5 mal e, das was runtergeschrieben worden ist, mal x hoch e minus 1. Dieser Exponent ist um 1 erniedrigt worden. Und dann haben wir noch eine dritte Teilfunktion, und zwar die Logarithmusfunktion. Dieses 2 Drittel bleibt als multiplikativer Faktor hier wieder erhalten. Und die Logarithmusfunktion abgeleitet, wie wir gerade gesehen haben, ist 1 durch x. Und damit können wir diese Ableitungsfunktion nochmals auch schöner anschreiben. Und zwar die Ableitung dieser Funktion f von x ist 4 mal e hoch x minus 5e mal x hoch e minus 1 plus, das schreibe ich jetzt auf einen gemeinsamen Bruch, 2 durch 3 mal x. Wir sehen also, mit Hilfe dieser beiden Rechenregeln für Exponential- und Logarithmusfunktion können wir jegliche Art dieser Exponential- und Logarithmusfunktionen ableiten und auch gemeinsam mit Potenz- bzw. Polynomfunktionen eine Summe bzw. Differenz hierfür auch die Ableitung berechnen. In unserem nächsten Video schauen wir uns die Ableitung von den Winkelfunktionen, von den trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens an. Bis bald!